Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, liebe Familien, liebe Kinder, nach den relativ unbeschwerten Sommermonaten ist es in Deutschland mit Blick auf die Corona-Pandemie ernst geworden, wieder sehr ernst geworden. Die Zahlen steigen auch auf den Intensivstationen. Der November verlangt uns deshalb noch einmal einiges ab. Dazu gehört auch, dass wir unseren Alltag erneut entschleunigen, auf große Familienzusammenkünfte verzichten, auf Restaurantbesuche, auf das, was uns oft in der Freizeit, im Privaten viel Freude und Vergnügen macht. Gesellig miteinander sein, das ist im Moment nicht so möglich wie sonst. Denn nur so können wir dem Coronavirus die Stirn bieten. Ich bitte Sie eindringlich, in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten rücksichts- und verantwortungsvoll zu handeln. Halten Sie konsequent die Schutz- und Hygienemaßnahmen ein. Nur so können wir uns dieser zweiten Welle entgegenstellen und die Infektionskurve abflachen. Es geht ja auch darum, innerhalb der Familie, wenn ich jetzt mal unsere ganze Gesellschaft als Familie nehme, sich gegenseitig zu schützen. Wir leben ja nicht Generationen getrennt. Das Risiko ist am größten für die Älteren und die besonders Alten. Und deswegen geht es eben darum, dass wir aufeinander aufpassen, indem wir die Infektionszahlen wieder insgesamt runterbringen. Wenden Sie daher die AHA-Regeln an. Abstand, Hygiene und Alltagsmasken sind unser bewährtestes Rezept gegen das Virus. Es ist vielleicht einfach, aha, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, aber sehr, sehr wirksam. Laden Sie sich die Corona-Warn-App herunter, um so andere Nutzer zu informieren, wenn Sie selbst positiv getestet wurden. Das kann wertvolle Zeit sparen von der Information von einem zum anderen. Und schränken Sie Ihre persönlichen Kontakte auf ein Minimum ein. Diese Pandemie ist eine nationale Kraftanstrengung. Nur zusammen sind wir stark gegen Corona. Bitte passen Sie aufeinander auf. Das waren eindringliche Worte unseres Ministers, an die ich gerne anknüpfen möchte. Normalerweise hätten wir Sie alle sehr gerne persönlich zum Tag der offenen Tür im Bundesministerium für Gesundheit in Berlin begrüßt. Doch der Ernst der Lage in dieser Corona-Pandemie hat uns dazu bewogen, einen digitalen Tag der offenen Tür zu veranstalten. In diesem Rahmen möchten wir Ihnen kurz unsere Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie vorstellen. Von der Kampagne, die Sie sicherlich alle kennen, wir bleiben zu Hause während des Lockdowns im Frühjahr, über die sogenannte AHA-Formel, mit der wir im Sommer für die Regeln Abstand, Hygiene und Alltagsmaske geworben haben, bis hin zur Corona-Warn-App und regelmäßigem Lüften, die nun im Herbst und Winter die AHA-Formel ergänzen. Auch die Kontaktverringerung und das frühzeitige Testen bei Verdacht auf eine Infektion zählen zu diesen sehr, sehr wichtigen Maßnahmen, die uns zurzeit zur Verfügung stehen. Mit Blick auf die aktuelle Situation möchten wir Ihnen in diesem Film und auf dieser Seite zeigen, was Sie persönlich tun können, damit wir uns zusammen gegen Corona schützen und frühzeitig Infektionsketten durchbrechen. Schützen Sie sich selbst und schützen Sie andere. Dafür müssen wir es dem Virus möglichst schwer machen, sich zu verbreiten. Und dabei hilft unsere Aktion. Wir bleiben zu Hause. Wenn Ärzte und Pfleger kaum noch ihre Masken vom Gesicht kriegen, dann beginnen wir, Masken zu tragen. Wenn die Schwächeren unter uns bedroht sind, dann lernen wir alle neue Wege für unseren Alltag. Wir halten zusammen. Zusammen gegen Corona. Die AHA-Formel ist vielleicht banal, aber sie ist wirksam, sehr wirksam. Ist die beste, die schärfste Waffe, die wir haben gegen dieses Virus. Abstand halten, Hygieneregeln achten, Alltagsmasken im geschlossenen Raum, insbesondere dort, wo der Abstand nicht immer gewährleistet ist. Das ist auf jeden Fall mehr als nur ein Job, sich um Patientinnen und Patienten, um Pflegebedürftige zu kümmern, für sie da zu sein
wenn es für sie meistens besonders schwer ist. Liebe Pflegekräfte, die Corona-Pandemie hat uns alle in eine Ausnahmesituation gebracht. Die Herausforderungen sind gewaltig. Ohne Ihr Engagement und ohne Ihren Einsatz hätten wir diese Pandemie bis heute nicht so meistern können. Dafür danke ich Ihnen von Herzen. Wir sind sehr froh darüber, dass es gelingen kann, heute Ihnen die App vorzustellen, weil da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Die App ist sicher, sie ist freiwillig und sie ist einfach handhabbar. Mehr geht kaum. Wir wollen die Kräfte Europas bündeln, um in Krisen wie dieser Gesundheitskrise gemeinsam stärker zu sein. Zum Ersten haben wir gerade sehr intensiv schon die Stärkung des ECDC diskutiert. Ein zweites wichtiges Thema wird heute sein, die Unabhängigkeit von den Weltmärkten für bestimmte medizinische Produkte. Und zum Dritten, es geht darum, dass wir ein gemeinsames Verständnis finden, wie wir mit Gesundheitsdaten umgehen wollen. Diese Pandemie ist eine echte Mammutaufgabe für uns als Regierung und für jeden und jeden Einzelnen in der Gesellschaft. Die Lage ist ernst. Es geht um eine nationale Kraftanstrengung. Es geht um eine gemeinsame Kraftanstrengung. Abschließend habe ich noch eine persönliche Bitte. Bleiben Sie achtsam und vorsichtig, sodass wir uns hoffentlich im kommenden Jahr wieder in gewohnter Weise im Bundesministerium für Gesundheit zum Tag der offenen Tür treffen können. Wir alle würden uns sehr darüber freuen. Bis dahin, bleiben Sie gesund.